Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein neues Update geben zum Thema Minimalismus im Schlafzimmer. Ich habe seit 2016, ich glaube jedes Jahr, ein Video veröffentlicht, wo es ein kleines Update gab, wie wir schlafen. Im Jahr 2016 habe ich mich entschlossen, unser Bett weiterzugeben. Wir haben uns dann Kabok-Matratzen und eine Hängematte zugelegt und haben einfach dann so geschlafen. Da gab es jetzt in den letzten Jahren immer mal ein Update und heute ist es mal wieder soweit. Heute gibt es ein neues Update, weil sich auch bei mir wieder was verändert hat, auch bei meinem Jüngsten. Wir schlafen jetzt noch ein bisschen optimierter und unsere optimierteren Möglichkeiten will ich euch auch in diesem Video vorstellen. Das sind unsere ganz persönlichen, sage ich mal, Vorlieben, die wir jetzt so in den letzten Jahren und Monaten entwickelt haben. Es ist also eine ganz individuelle Geschichte und soll einfach nur zeigen, was möglich ist. Das heißt nicht, dass es für alle Menschen machbar ist, soll einfach nur aufzeigen, was alles möglich ist, welche Vielfalt es einfach gibt, wie man sich des Nachts betten kann. Ich kann für mich persönlich sagen, ich habe noch nie so gut und entspannt geschlafen, seitdem ich auf dem Boden schlafe und vor allem seitdem ich so hart auf dem Boden schlafe, also mit einer ziemlich harten Unterlage, und in diesem Video seht ihr auch, wie ich aktuell schlafe. Was ist die Erklärung dafür, dass manche Menschen sehr hart, sehr gut und entspannt schlafen können? In einem der Minimalismus im Schlafzimmer Update Videos hatte ich auch den Tobias vom YouTube-Kanal IOM zu Wort kommen lassen, mit dem habe ich auch ab und zu Interviews hier auf meinem Kanal gemacht. Er schläft auch seit Jahren auf dem Boden und eher härter. Und er hat damals in einem Interview gesagt, dass die Muskeln auf einem harten Untergrund viel besser entspannen können. Weil wenn man wirklich sehr hart schläft, dann gibt es auch keine minimalen Bewegungen und die Muskulatur muss auch nicht immer versuchen auszugleichen, sondern kann sich total entspannen, weil eben der Untergrund sehr hart ist. Ich erinnere mich zurück an das Jahr 2016. Wir hatten ein schönes großes Holzbett mit weichen Matratzen. Und wir sind umgestiegen auf Kabok-Matratzen bzw. Hängematte. Und ich muss sagen, ich hatte damals keinerlei Umstellungsschwierigkeiten. Ich habe sofort sehr gut geschlafen. In der Hängematte wie auch auf der Kabok-Matratze. Wie kam es dazu, dass ich meine Schlafmöglichkeit noch weiter minimalisiert, noch weiter optimiert habe und jetzt auch seit über 2 Jahren überhaupt nicht mehr auf einer Kabok-Matratze geschlafen habe? Ich hatte das, glaube ich, schon in einem Video vor 2 Jahren erwähnt. Wir hatten Besuch. Unser Besuch bekam die 3 Kabok-Matratzen, die es in unserem Haushalt damals gab. Mein ältester Sohn hat im Hochbett geschlafen, mein jüngster auf einer aufblasbaren Isomatte. Und ich hatte dann noch eine ganz, ganz dünne Isomatte. Aber das war mir dann auch zu hart. Wir hatten dann noch so eine gehäkelte, gestrickte Decke. Die zeige ich euch dann auch noch später im Video. Die habe ich dann einfach gefaltet und mich darauf gelegt und habe gedacht, das wird schon die eine Woche gehen. Und dann kann ich ja wieder auf einer Kabok-Matratze schlafen. Ich habe dann wirklich auch die ersten Nächte ein bisschen unbequem geschlafen, bin auch mehrfach aufgewacht. Aber nach 3, 4, 5 Tagen habe ich auf einmal bemerkt, dass ich sehr entspannt aufgewacht bin und auch sehr erholt geschlafen habe. Und so bin ich dann nach einer Woche auf dem Boden schlafen, also sehr dünn auf dem Boden schlafen, auch nicht mehr auf eine Kabok-Matratze zurückgekehrt und habe dann über 2 Jahre genauso geschlafen. Ich habe sogar dann noch die Isomatte weggenommen und dann nur auf dieser gestrickten oder gehäkelten Decke geschlafen. Ich schlafe seit ein paar Wochen sehr, sehr gut und entspannt auf dieser Yogamatte und habe über 2 Jahre vorher auf einer dünnen Decke geschlafen. Ich meine, das habe ich auch in einem Video gezeigt, welches ich letztes Jahr veröffentlicht habe. Das war so eine Art Update zu meinem ersten Minimalismus im Schlafzimmer Video, wo ich erzählt habe, dass wir unser Bett weitergegeben haben und ab sofort auf Kabok-Matratzen schlafen. Also ich bin von einem Bett auf eine Kabok-Matratze, dann auf eine Decke gewandert und jetzt liege ich auf einer sehr dünnen Yogamatte. Am Morgen nach dem Schlafen kann ich mein Bett bzw. meine Yogamatte einfach zusammenrollen und hier so unauffällig in eine Ecke unseres Wohnbereiches stellen. Und hier seht ihr, das sind ja aktuell meine Schlafutensilien, weil es eben aktuell sehr warm ist, brauche ich auch keine dicke Bettdecke, und so habe ich meine Schlafutensilien sehr, sehr minimalisieren können, für mich persönlich optimieren können.
Auf dieser Decke habe ich über 2 Jahre geschlafen, im ersten Winter noch mit einer dünnen Isomatte darunter. Die habe ich dann aber auch irgendwann weggelassen, weil ich bemerkt habe, ich brauche sie nicht wirklich. Die Decke ist auch im Winter warm genug von unten, auch wenn ich im Winter das Fenster ankippe. Die Decke ist schon sehr alt, das hat eine entfernte Verwandte für uns gestrickt. Da lag auch schon mein 14-Jähriger als kleines Baby drauf und viele Jahre später schlafe ich dann drauf. Die Decke ist recht groß, ich habe sie auch einmal zusammengelegt. Das ist ungefähr die Dicke, die habe ich dann doppelt gelegt und weil sie auch recht lang ist, wenn ich sie zusammenfalte, habe ich sie hier im Kopfbereich nochmal ein Stück umgeschlagen, so ist es hier im Kopfbereich auch ein bisschen dicker. Das Praktische an dieser Schlafstätte war für mich immer, dass ich die Decke auch ganz unkompliziert zusammenrollen oder zusammenlegen und dann in eine Ecke ganz einfach verstauen konnte und hatte dann wieder einfach Platz im Raum. Mit meinem Jüngsten habe ich in den letzten Jahren noch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass er immer wieder kommunizierte, wenn er wirklich mal sehr hart schlief, dass er sehr entspannt und gut geschlafen habe. Zum Beispiel haben wir, nachdem wir unser Holzbett weggegeben haben, aber die Carbock-Matratzen noch nicht da waren, auch auf dem Boden geschlafen. Wir hatten eben eine aufblasbare Luftmatratze, dann hatten wir eine ganz einfache, weiche, zusammenklappbare Matratze aus Schaumstoff und mein Jüngster schlief tatsächlich nur auf 2 Bettdecken, die ich einfach übereinander gelegt habe. Er hat von uns eigentlich am härtesten geschlafen und ich kann mich noch genau erinnern, er ist von der weichen Matratze auf dieses provisorische Nachtlager gewechselt und hat gleich nach der ersten Nacht gesagt, kann mich noch genau erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe noch nie so gut geschlafen wie heute Nacht. Und mir fällt auch immer auf, dass er auch so im Alltag, wenn er sich zum Beispiel Hörbücher anhören möchte, zieht er sich oft in den Flur. Wir haben einen recht großen Flur, da ist auch Teppich, so eine Art Naturteppich oder Sisal, das ist so ein bestimmtes Material, nicht so ein typisches Teppichmaterial. Dann zieht er sich oft in eine Ecke des Flurs zurück mit einem Kissen, legt sich auf den Teppich und deckt sich zu und hört sich Hörbücher an. Das macht er schon seit Jahren so. Da habe ich ihn auch immer schon festgestellt, dass er diesen harten Untergrund bevorzugt und dass ihn das wirklich sehr, sehr entspannt. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie mein jüngster Sohn, mein 10-Jähriger, schläft. Nachdem wir unser Bett weitergegeben haben, hat er auch auf Carbock-Matratzen geschlafen, sich in der Hängematte ausprobiert. Wir hatten ja auch noch eine ganze Weile das Hochbett im Kinderzimmer stehen. Davon haben sich die Jungs im letzten Jahr auch verabschiedet, weil sie entschieden haben, mehr Platz in ihrem Kinderzimmer haben zu wollen. Und dann hat er sich ein bisschen ausprobiert und dann habe ich für ihn jetzt eine Schlafstätte entwickelt, wo er sehr entspannt schläft und wo er sich auch damit sehr wohl fühlt. Ihr seht, hier liegt auch eine Yogamatte aus Naturkautschuk und Kork und da gibt es noch eine bequeme Schicht darauf, die zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich einfach eine dünne Bettdecke genommen mit Bettbezug, habe diese Bettdecke umgeschlagen, einmal längs und diese dann hier auf diese Yogamatte gelegt. Mein Jüngster hat dazu ein Kopfkissen und einen Bettbezug, weil er aktuell auch ohne Bettdecke schläft, weil es ihm einfach zu warm ist. Das sind dann seine Schlafutensilien, wenn ich sie zusammengelegt habe und auch seine Yogamatte stelle ich mir zu meiner Yogamatte hier im Wohnbereich in die Zimmerecke. Silas, du schläfst ja schon eine ganze Weile auf dem Boden. Mhm. Wie findest du das? Ziemlich gemütlich. Schläfst du lieber in Betten oder auf dem Boden? Lieber auf dem Boden. Was ist der Vorteil? Warum schläfst du lieber auf dem Boden? Weil ich auf dem Bett immer so kraftlose Hände habe, wenn ich aufwache. Stimmt, das haben wir letztens festgestellt, als wir bei der Oma waren. Da haben wir beide in einem Bett geschlafen. Und das, nach der ersten Nacht hast du zu mir gesagt, oh Mama, ich habe immer keine Kraft in den Händen. Wenn ich auf dem Bett schlafe, dann kann ich, wenn ich eine Faust mache, dann habe ich überhaupt kein Gefühl in der Faust und habe gar keine Kraft in der Faust. Und wenn du auf dem Boden schläfst, ist das anders? Mhm. Kannst du dir vorstellen, dein ganzes Leben lang auf dem Boden zu schlafen? Nee, das glaube ich nicht. Also wenn ich irgendwann mal erwachsen bin, werde ich vielleicht mal in einem Bett schlafen. Es halt immer wieder ausprobieren, so auf dem Bett zu schlafen. Und ja, keine Ahnung. Ich schlafe halt lieber auf dem Boden, auf einer Matratze. Also du schläfst ja schon ziemlich hart, ne? Hm. Du hast ja auch eine ganze Weile auf Carbock-Matratzen geschlafen. Wie war das?
Das weiß ich nicht mehr. Kannst dich nicht mehr erinnern, aber so wie du jetzt schläfst, findest du es gemütlich. Ja. Wir haben im Kinderzimmer eine Familienhängematte aus Baumwolle hängen und darin schläft mein 14-Jähriger am liebsten. Zumindest in den Monaten April bis Oktober, wenn es nicht zu kalt ist, da wir die Fenster beim Schlafen immer öffnen, entweder ankippen oder richtig weit aufmachen, ist es im Winter zu kalt, in der Hängematte zu schlafen, weil man von unten einfach keine Wärme hat. Und wenn mein Ältester nicht in der Hängematte schläft, dann liegt er auf einer Carbock-Matratze. Und die Carbock-Matratze seht ihr hier. Da ist noch ein Bettlaken, ein Spannbettlaken drüber und tagsüber breiten wir dann oft auch diese graue Tagesdecke darüber aus. Manchmal klappen wir die Carbock-Matratze auch zusammen, vor allem wenn wir Platz benötigen und wenn mein Ältester sowieso den Sommer über in der Hängematte schläft. Wir hatten jetzt aber Übernachtungsbesuch. Ein Freund meines Ältesten war zu Besuch und er hat dann auf dieser Carbock-Matratze geschlafen. Wir haben drei verschiedene Carbock-Matratzen in einer normalen Matratzengröße. Das ist jetzt hier die grüne Variante. Wir haben noch Carbock-Matratzen in Blau und Rot, die bei unserem Mitbewohner zusammengeklappt im Zimmer liegen. Er klappt sie eben zusammen und benutzt sie so als eine Art Sitzhocker. Hier in der Ecke auf einer Kiste stapeln wir unsere Schlafutensilien, also Decken und Kissen. Und somit haben wir viel Platz in unseren Räumen, weil keine großen Betten einen Großteil des Raumes einnehmen. Wenn man die Nacht in einer Hängematte, Familienhängematte, verbringen möchte, dann sollte man einiges beachten. Mein Jüngster, der Silas, der demonstriert das jetzt gerade mal, der liegt ja jetzt so längs in der Hängematte. Und so kann man sich auch mal tagsüber in die Hängematte legen, so für eine halbe Stunde, auch für eine Stunde, wenn man mal ein bisschen dösen, entspannen möchte, wenn man irgendwas lesen möchte. Aber für die Nacht, wenn man wirklich tiefenentspannt und länger schläft, dann sollte man andere Positionen einnehmen und die zeigen wir euch jetzt. Für die Nacht ist es ganz wichtig, dass der Rücken nicht zu stark durchhängt. Wenn ihr euch so quer in diese Hängematte, in diese Familienhängematte legt, dann ist der Rücken besser geschützt bzw. hängt nicht zu sehr durch. Dann gibt es noch eine andere Variante, wie man sich in so eine Hängematte, in so eine Familienhängematte legen kann. Gerade wenn man ein bisschen größer ist, dann hat man ja, wenn man sich so quer reinlegt, nicht unbedingt so viel Platz. Ihr könnt euch auch diagonal in eine Hängematte legen. Gerade für größere Menschen ist das bequemer, als wenn sie sich richtig quer reinlegen und die Füße dann über den Hängemattenrand baumeln. So wird der Körper optimal gestützt und ihr benötigt in der Hängematte auch kein Kopfkissen, weil auch der Kopf in einer Hängematte sehr gut gestützt wird. Ich möchte noch mal ausdrücklich betonen, diese Schlafweise, die ich euch hier zeige, so wie ich aktuell schlafe, das ist wirklich nur die reine Schlafzeit, also die reine Regenerationszeit. Hinlegen, einschlafen und morgens aufwachen und aufstehen. Wenn ich es wirklich mal gemütlich haben möchte, dann ziehe ich mich auch hier auf unser Sofa zurück, was ihr im Hintergrund seht. Wir haben im Wohnzimmer ein bequemes Korbsofa stehen. Das besteht aus zwei Teilen, einer Sitzecke und dann noch hier vorne aus einem einzelnen Teil. Wenn wir wollen, können wir das alles zusammenschieben und dann haben wir eine große Liegefläche, bettähnlich, wenn wir das wollen, wenn wir wirklich mal auf eine Art Bett schlafen wollen, wenn es einfach ein bisschen gemütlicher sein soll. Wir haben auch regelmäßig Besuch und unser Besuch nimmt dieses Schlafsofa auch immer gern in Anspruch. Seit Ende 2017 haben wir auch einen Mitbewohner, den Henry. Mit dem Henry habe ich in den letzten 2,5 Jahren auch schon viele Interviews gemacht. Die findet ihr auch alle hier auf meinem Kanal zum Thema schleimfreie Heilkost, zum Thema Einlauf. Auch auf La Palma haben wir einige Videos gemacht. Und Henry ist auch selber auf YouTube vertreten. Seinen Kanal Henry Lopp verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und der Henry hat dann unseren kleinen Schlafraum bekommen, wo früher unser Bett drin stand, wo dann auch später unsere Carbock-Matratzen lagen und unsere Hängematte hingen. Und als klar war, Henry zieht hier zu uns in
unsere Wohnung als WG haben wir ihm das kleinere Zimmer zur Verfügung gestellt. Die Hängematte nutzt er ganz selten. Die Kapok-Matratzen hat er auch in seinem Zimmer, also zwei Stück davon, die er aber zusammenklappt und als eine Art Sitzhocker verwendet. Und für uns war das überhaupt kein Problem, weil wir ja vorher schon flexibel geschlafen haben. Es war also überhaupt kein Problem, die Kapok-Matratzen dann eben ins Kinderzimmer oder in den Wohnbereich zu legen. Mittlerweile haben wir auch im Kinderzimmer eine große Familienhängematte, wo mein Ältester sehr gern drin schläft. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Und durch diese flexiblen Schlafmöglichkeiten war es überhaupt kein Problem, noch einen Mitbewohner bei uns aufzunehmen, mit dem wir auch sehr, sehr gut zusammenleben, mit dem wir auch sehr gern zusammen verreisen und einfach eine schöne Zeit zusammen verbringen. Henry schläft auch relativ minimalistisch, also er hat zumindest kein Bett in seinem Zimmer stehen. Und ich zeige euch jetzt, wie sich Henry auf dem Boden bettet. Hier ist das Zimmer von unserem Mitbewohner. Das ist schön zum Hinterhof hinaus, schönes großes Fenster, was auch immer seit Wochen immer offen ist. Und hier ist auch unser tolles Trampolin, was wir hier auch immer schön mitbenutzen können. Und das ist die Schlafstätte von unserem Mitbewohner. Und er hat auch ausdrücklich gesagt, du kannst da auch mal mitfilmen und zeigen, wie ich schlafe. Also Henry hatte auch kein Bett und er hat aber mehrere Schichten. Er hatte eine Yogamatte, dann gibt es noch eine ganz dünne Bettdecke und dann hat er hier noch eine Bettdecke gefaltet und dann hat er ein Kissen. Das ist also seine Schlafstätte am Boden. Und so wie ich das mitbekommen habe, schiebt er dieses Trampolin zur Seite und seine Matte richtig in die Mitte und schläft dann hier bei offenem Fenster. Ihr habt jetzt hier in diesem Video verschiedene Schlafmöglichkeiten gesehen, wie wir uns betten. Im Hintergrund seht ihr unser Schlafsofa, das ist also auch eine Möglichkeit. Wir aber bevorzugen den Bodenschlaf. Mein Ältester schläft zudem auch gern in der Hängematte im Sommer über und im Winter über auf der Kapok-Matratze. Mein Jüngster und ich, wir schlafen gern auf einer Yogamatte aus Kork und Kautschuk. Ich schlafe dann im Winter wahrscheinlich auch wieder auf dieser gehäkelten, gestrickten Decke, weil sie einfach wärmer ist. Und unser Mitbewohner bevorzugt auch eine Yogamatte und dann noch übereinandergelegte Bettdecken, wie mein Jüngster auch. Also eine Vielfältigkeit an Schlafmöglichkeiten. Ich verlinke euch die Hängematte, also die Familienhängematte, die Kapok-Matratzen und die Yogamatte aus Naturkautschuk und Kork auch unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Dieses Video soll einfach nur eine Inspiration sein, was möglich ist, welche Vielfalt an Schlafmöglichkeiten es noch gibt. Wer sich jetzt auch vorstellen kann, auf dem Boden zu schlafen, der kann es einfach mal ausprobieren, natürlich mit ein paar Tage Übergangszeit. Ich kann mir vorstellen, die meisten Menschen, die von einem Bett auf wirklich eine harte Unterlage auf den Boden wechseln, werden höchstwahrscheinlich die erste Nacht nicht so erholsam schlafen. Man sollte sich dann mindestens ein paar Tage bis zu einer Woche Zeit geben und dann abwägen. Also das individuelle Schlafbedürfnis und auch das persönliche Wohlergehen, das persönliche Wohlbefinden stehen natürlich an erster Stelle. Und dann könnt ihr gerne probieren, experimentieren, ob dieser Schlaf auch für euch so entspannt und erholsam ist wie für uns. Mir ist natürlich bewusst, dass dieser Bodenschlaf bzw. der Schlaf auf hartem Untergrund nicht für jeden Menschen geeignet ist. Da muss man auch immer den eigenen Körpertyp bzw. den persönlichen Gesundheitszustand betrachten. Für manche Menschen zählt es einfach auch als Grundbedürfnis, in einem richtigen Bett zu schlafen. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch überhaupt nicht beurteilen oder verurteilen. Ich habe einfach persönlich für mich festgestellt in den letzten knappen 3 Jahren, dass ich eben am Boden sehr entspannt und sehr, sehr gut schlafen kann und ich einfach auch diese flexible Schlafmöglichkeit einfach sehr schätze. Ich kann meine Yogamatte nehmen, ich kann im Kinderzimmer schlafen, ich kann hier im Wohnzimmer schlafen, ich könnte überall schlafen und bin da recht flexibel und das schätze ich eben auch sehr. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video, diese kleinen Einblicke zum Thema Bodenschlaf gefallen. Mich interessiert natürlich eure Meinung zu unseren Schlafmöglichkeiten. Wie schlaft ihr? Wie könnt ihr am entspanntesten schlafen? Könnt ihr euch auch vorstellen, irgendwann mal den Bodenschlaf zu praktizieren? Ich freue mich über einen regen Austausch unter diesem Video. Wünsche euch jetzt noch eine wundervolle und harmonische Zeit. Alles Liebe, alles Gute. Bis bald.